Es ist doch eigentlich Posse, Bruder. Er hat es unverdient. Dick-Watz, Dick-Watzson kommt jetzt zurück. Dick-Watz. Er rasiert Marvin die Nüsse weg. Dick-Watz. Man durfte aber nicht zurücken, okay. Geht ab, meine Freunde, und seid herzlich willkommen heute wieder in eine epische Folge, denn ihr seht schon, wir zocken heute mit dem legendären, ultimativen Scramjet, das Auto, was Deko mit am meisten liebt, neben mir natürlich. Hallo. Hallöche, Muchachos, Nüsse krauen, wundersweet, dass ihr da seid. Ja, man kann sagen, den Scramjet mag ich am allerliebsten neben Mabossa nicht. Wobei, der Scramjet geht eigentlich, ich mag ihn nur nicht, überhaupt nicht an Wallrides. Komm mal, ich immer Gas hier, Alter. Was Digga, ich werde so heftig durchschäfen. Das ist jetzt der erste Scramjet-Parcours, den ich endlich wieder mit Tastatur zocke. Und ich war ein Scramjet-Profi. Ich gehöre eigentlich in die legendäre Liga der Scramjet-Fahrer. Ja, eigentlich wollte ich Deko gerade trollen. Es hat nicht so funktioniert. Oh, hi. Hallo. Warten Sie und ciao. Ja, oh, vielleicht seht ihr es ja auch schon. Die Grafik ist ultimativ. Hoffentlich. Wir haben es ja schon mal gesagt, ne? Dass die Grafik geil ist und dann war sie im Endeffekt scheiße. Wir hoffen einfach, dass YouTube nicht zu krass runterskaliert. Aber für euch jetzt ultimativ 1 Milliarde Bitrate. Die Zukunft. Und mal schauen, ob es in Röhren wieder krisselt. Und jetzt heißt es aber erstmal Zielsprung mit dem Zielsprung bestimmt, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Zielsprung, Junge. Exaktumente, Muchachos. Unser Cutter hat jetzt seinen neuen PC. Der hat nämlich vorher noch einen PC mit einer 1050 drin. Ja, mit so technischen Details, ja, technische Details. So für manche Leute interessiert nicht. Manche Leute wissen Bescheid und so dann. Und dann ne? Digga, juckt nicht. Juckt auf jeden Fall, Digga. Ich hab den Sprung nicht geschafft, hallo. Jedenfalls konnten wir deswegen unsere Aufnahmequalität noch nicht hochscheppern. Plus, Marvin hatte noch eine ganze Zeit lang keinen Bildschirm, der 1044p konnte. Aber jetzt bekommt ihr hoffentlich alles in euer Gesicht. 1440p, übertriebene High Graphic Quality und alles. Hoffentlich läuft das. Hallo, okay. Deko. Also auf jeden Fall, ich schaff's jetzt. Ich muss nur am Anfang schon den Boost benutzen. Hey. Digga, ist doch nicht so schwierig hier. Nee, ist echt nicht. Was machst du denn? Ja, ich warte auf dich, weil ich ein cooler Bruder bin. Oh, schon wieder Kacke, Mann! Nein! Digga, einen halben Meter vor dem Teil weg! Oh, eine Tüte Mitleid für dir. Für dir? Für dir. Aus Versehen mit Absicht Scheiße gelabert, hallo. Kennst du es doch damals in der Schule? Da hat man so Mitleid in so eine Tüte reingesprochen und dann hat man so aufgemacht, oh, schon alle? Kennst du das? Nee. Alter, das Digga. War zu Highskill für meine Kinder. Ich war Dorfjugend, Digga. Wenn wir gesagt haben, ja? Was haben wir denn damals immer so gesagt? Auf jeden Fall, Stinkefinger war eine ernstzunehmende Beleidigung. Stinkefinger war schon, da musstest du aufpassen, dass wirklich niemand zu den Eltern geht und Stress macht. So, da aus der Gegend komme ich her, weißt du? Wenn du verstehst. Von den blauen, blauen Bergen kommt. Oh, kommen wir! Digga, endlich geschafft, ey. Hallo! Hallo, Mistel! Wow! Oh! Oh nein! Nein! Ey, ich bin genau an die Kante gestoßen, Alter. Nein! Hast du noch auf dem Zwischending auch nochmal gespeedet? Nee, hab ich leider nicht geschafft, weil ich irgendwo in der Mitte gelandet bin. Nee, ich hab's nicht, oder ich kann's nicht, weil mein Ding nicht aufgeladen ist. Na, weil mein Ding nicht aufgeladen ist, ha? Lad den nochmal auf. Ja, genau, Mann. Lad den nochmal auf. Wo bleibst du denn, Mister? Ich find den Sprung hier gar nicht so einfach. Ist er auch gar nicht. Weiß auch nicht genau, was ich mache, ob ich weiter hochschippern soll oder lieber weiter nach vorne. Das Gefühl, weiter also erstmal musst du springen am Ende. Springen und dann musst du warten und dann den Boost aktivieren. Das mit dem Warten mache ich halt nie, ne? Ja, das musst du aber auf jeden Fall machen. Musst du erstmal Strecke gut machen. Ja, aber das kann ich ja vorher auch schon. Wie?
Wenn du deinen Buß schon Feuer verzimmerst, was ist denn los mit dir? Hast du keine Physik studiert oder was? Oh, okay, noch ein bisschen höher. Dann ist er das. So, ich stelle mich jetzt hier mal als Mauer hin. So, wir warten hier gerade noch auf Deko. Zeit für Werbung. Es sind jetzt richtig, richtig geile Spiele rausgekommen. Zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla. Checkt das unbedingt ab. Oh, hallo! Hallo! Oder den neuen Yakuza-Teil. Auch den gibt's bei Instant Gaming. Relativ günstig. Check's gerne aus. Dankeschön, Support und so. Ihr wisst Bescheid. Support ist kein Mord. Rette Babymöwen und so. Ja! Ja! Junge! Ist klar! Ey, ich stoße oben gegen. Genau an die Kante oben. Mhm. Falle runter, lande noch mit der Hälfte von der Karre drinne und der Rest fällt runter. Ja, gut, gut. Also, Dankeschön, Muchachos, fürs Auschecken. Außerdem auch gerne bei Twitch vorbeischauen. Langsam kommen die guten Tage wieder, wo wir ordentlich livestreamen können. Oh, ein bisschen. Digga, es ist doch nicht dein scheiß Ernst, Alter. Also für diese Scheiße hier schon wieder 10 Minuten brauche, ne? Oh, 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 hallo? Die Landung ist gut. Alter Schwede, war das close, ey. Richtiger Ehrenbosser, Alter. Nicht. Und? Und? Oh! Oh! Alter. Oh, Digga! Ich bin wirklich an die Kante gesprungen. Hab ich gesehen. Und noch fast runtergefallen wieder, Alter. Oh. Hä? Wieso kann ich nicht öfter springen, Mann? Leben! Daneben nicht. Hi, Deko. Also ich konnte jedes Mal springen, hallo? Echt? Okay. Ja. Vielleicht darf ich den Boost nicht aktivieren. Jedes einzelne Mal! Und jetzt wird Deko rasieren. Oh, scheiße. Oh, der war richtig kacke. Oh, ja. Ja. Hi, Mr. Deko! Ja. Der Rasur-Express ist unterwegs. Es lief alles gut, solange bis ich versucht habe, mich in der Luft richtig hinzudrehen. Da war vorbei. Oh, er ist einfach ein Profi! Hallo! Oh, hallo! Hallo! Nein! Digga, mögst du den Möwenschlong des Teufels in deinen Hals bekommen? Oh yeah. Oh, wie viele Punkte haben wir? Die Hälfte genau. Super geil, Matico. Oh no. Oh, das kennen wir doch auch, oder? Wieder so schräg reinspringen. Ah, nee, wir müssen oben. Also einfach nur. Was? Fast. Was? Ah, der ist cool, Alter. Der ist richtig nice. Ist ein cooler Slide. Aber muss ich halt. Nein! Man muss sich ja wirklich genau davor stellen, ne? Also schön. Ja! Also ich würde erstmal reinspringen. Wie wär's denn damit? Reinspringen und dann kannst du dich ja immer noch ausrichten. So. Ja! Er macht richtig auf Vagina-Modus oder was? Digga, nur weil er da nicht drauf gekommen ist oder was? Okay, ich respawne. Nö, nee, mach ich jetzt auch so. Hallo! Kuckuck! Digga, richtig. Ja, wie einfach das ist, Alter. Ist das einfach? Ich hab's gerade nicht geschafft. Hast du eigentlich wirklich gerade verkackt? Oder hast du gespawnt? Ich teste jetzt nochmal. Ich fand's gerade nicht so einfach. Ich bin ganz am Ende abgefallen. Tja, okay. Lassen wir uns von so einem Noob nicht aufhalten. Wir hey, ja, er kommt mir so! Er kommt mir wirklich so. Nein, ich warte. Also ich muss ihnen erstmal sagen, wie man lebt. Ja, und dann verkackst du dabei. Ich hab zu immer viel. Die Besten, ne? Ich hab zu viel den Lehrer gespielt. Hab mich zu sehr auf meine Schüler konzentriert. Die Schlechtheit hat abgefärbt. Sie hat wirklich abgefärbt. Hallo, könntest du es mal hinmachen? Hallo! Achso, ja, ich soll auch. Wie war das mit den Rülpsen? Ja. Wie war das? Das ist widerlich. Ja, ich hab mich in der Sekunde daran erinnert. Entschuldige mich.
Das ist widerlich, Hauptsache, ja? Hauptsache 800.000 Muchachos finden das voll okay, wenn ich rülpse. Einer hat geschrieben, Deko rülpsen voll asozial. Und schon muss ich aufhören zu rülpsen. Außer er tut so, als wäre das irgendwie... Ich habe sogar im Stream meine Umfrage gemacht. Und? Was kam da raus? 98% meinen die Leute kein Ding. Würdest du das vor deiner Einer Mutter machen? Einer schreibt in den Kommentaren, Deko, voll asozial, da rülpst du. Digga, ich muss das jetzt auch wieder so machen. Aber nee, ist kein Ding, Digga. Also wir, ne, wir passen uns ja an. Wenn ihr nicht wollt, dass ich rülpse, dann rülpse ich halt nicht. Also, naja. Ich versuch's zumindest. Fahr schon mal weiter, Digga, hier. Ich kann du vielleicht das nicht. Einfach, nee, ich warte jetzt auch. Das ist doch scheiße, Mann. Was ist das hier? Digga, einfach gerade ausrichten, Digga. Ja, einfach gerade ausrichten. Okay. Ich spiel mal ein neues Handygame. Du kannst mal Bingo spielen, wer ist damit? Nein, ich schaff das jetzt. Konzentrier dich. Ja, das ist jetzt der Try. Ja, ich konzentriere die Sache zu mir. Hallo. Oh! Oh! Hallo. Hallo? Ja. Hast du wieder verkackt? Ja, ich bleib immer hängen da. Wieder einmal rein. Hängen geblieben bist du auf jeden Fall, Alter. Und bin drin. Okay, jetzt komplett gerade. Du bist nach hinten gefahren, hast das da gemacht. Ganz weird. Ich mach das auch mal. Ich fahr jetzt einmal nach hinten. Fahr doch nach hinten, Mann! Hä? Hä? Wieso kann er nicht... Wieso kann er nicht nach hinten fahren? Ja, dann eben nicht. Hä? Was machst du da, aus nach hinten so, fahren? So, und jetzt komplett gerade. Ich hab mich an den langen Schlong gestellt und mich gerade ausgerichtet und einmal auf X gedrückt. Na war's? X gedrückt. Dann war's das. Ja, hab ich nicht gemacht. Digga, kannst du nicht einfach mal geradeaus fahren? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's wirklich nicht gebacken. Ja. Naja, also ich will nur sagen, so, da ist halt das. Manche Sachen kann der eine und der andere nicht und dann. Ne, es gleicht sich aus. Digga, nichts gleicht sich aus. Ich muss zwar sagen, dass das andere schon ein bisschen Schwierigkeit hatte und das hier nicht so wirklich, aber. Oh! Ja, easy! Ah, guck mal! First try, Bruder! Ja, okay. Musst du ein bisschen schneiden, Tobi, ne? Aber machst du schon. Komm, das machen wir jetzt aber first try. Ich hab grad schon einen Try verkackt, allerdings war das für dich. Okay, Marvin, okay. Okay, ja, halten wir so fest. Früher raus. Merken wir uns früher raus. Ja, so. Ich fahr einfach auf zwei Reifen, Alter. Weiter geht's und jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt machen wir's First Try. War auch nur ein Probeding. Ich habe alle First Try gemacht. Digga, du hast schon einmal verkackt, hast du gesagt. Digga, komm, wieso oder was? Yeah! Safe, bitch. A bitch! So, hey. Was müssen wir hier machen? Kann ich hier irgendwie abkürzen? Das wäre richtig nice. Einfach irgendwo rüberspringen. Ja! Digga, ist klar! Ist klar! Oh, das war so skillig von mir. Ja, halt deine Schnauze, Mann. Ja. Warum bist du denn so aggressiv jetzt, Alter? Beruhig dich doch mal, Alter! GTA war gerade gegen mich. Digga, richtig aggressiver Junge. Er hat seine Mutter geschlagen früher. Passiv-aggressiv. Nicht schon wieder, ey. Warum schon wieder? Hör auf. Ja. Hör auf! So, gerade ausrichten. Ja! Nein. Ja! Ja! No! Und hat das First Try? Ja! Hallo, Mister! Nein! Ja, das reicht nicht. Nee. So. Aha. Einmal ausgerichtet, first try. Dankeschön, Marvin. Dankeschön. Okay, nächster Try jetzt auch hier, first try. Nächster Try jetzt auch hier, first try, hallo? Wow. Ist ja wohl nicht schwierig. Und jetzt, hallo. Hallo. Oh. Nein! Nein! Hat er auch verkackt? Ohne Spaß, ich hab's fast nicht gerafft, was wir da machen müssen. Aber ich bin richtig gelandet und hab mich dann aber überdreht. Digga, was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Okay, da hat das auch. Nicht? Hä? Ich konnte meinen Speed nicht ziehen. Ich habe mich auch eiskalt überdreht. Was? Nochmal drehen? Nein! Ah,
Aha. Aha. Okay. Jetzt hier mit der Ruhe und sowas, ne? Ihr wisst Bescheid, Fische und sowas. Butter bei der Ruhe. Easy. Okay, okay. Es ist doch eigentlich Posse, Bro. Es ist doch eigentlich Posse, Bro. Er hat es unverdient. Dick-Watz, Dick-Watz und kommt jetzt zurück. Dick-Watz. Er rasiert Marvin die Nüsse weg. Dick-Watz. Man durfte aber nicht zurücken, okay. Wow! Wow! Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Digga, ich schaff das Stück hier eiskalt komplett zurück, Alter. Guck dir das an. Guck dir diesen Pro an. Ah, hast du nicht komplett zurückgeschafft? Ah, ist mir egal. Muss ich ja auch nicht. Aber ich hätte Aussage, es geschafft. Aussage, bitte revidieren. Ich hast hätte es geschafft, richtig easy, ja, Alter. Du schaffst doch nicht mal den Rücken, du schaffst doch nicht mal den Hinweg, Alter. Das Einfache. Das Einfache? Hä, ist doch genau das Gleiche, oder nicht? Nee, ist schwieriger, weil Löcher hier größer sind. That's what she said. Nein, Digga, bleib... Ey! Okay, jetzt höre ich auf. Bleib doch einfach. Jetzt höre ich auf. Ich fahr schon mal weiter. Ja, bitte. Bitte darum. Hallo? Das sind Bibi und Tina. Auf Amadeus, Amadeus und Sabrina. Und sie reiten im Wind. Sie jagen geschwind. Weil sie Freunde sind. Das sind Bibi und Tina. Ja? Oh ja. Was mehr wollte ich beitreten. Beitreten? Ja. Okay. War genau, was ich sagen wollte. Kannst du jetzt mal zumachen? Hinmachen? ne? Zukommen? Sack zu! Hinkommen, wegkommen! Ich darf doch wieder so was machen. Ich muss ihn treffen! Bruder, drei da! Ah! Nein! Nein! Digga, warum klatsch ich schon wieder drunter, Junge? Oh. Digga, das war doch so easy! Boop, 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 boop! Ja, war's ja auch. Hallo? Hallo? Ah, shit, ey. Hast du den Punkt schon eingesammelt? Ja. Okay, jetzt oben in die Tube. Die Frage ist, wie rum? Tu es einfach mal so rein. So. Okay, ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Hallo! Hallo! Was mach ich da? Oh. Okay, nochmal. Hallo! Gib mir doch Speed wieder! Wo ist er? Hä? Warum gibt ihr mir nichts? Er ist in deinem Arschloch drin, du di du. Nein, überdreh dich doch nicht, du Hanus! Hanus! Er ist in deinem Arschloch drin, du bi du bi du. Kann ich erstmal stehen bleiben? Okay, kann ich. Wo ist denn hier der Punkt überhaupt? Ist hier oben irgendwo der Punkt? Und jetzt einmal springen. Qua. Hallo! Spring doch! Ach, da ist schon der Punkt. Okay. Oh. Hä? Hallo? Oh. Hallo? Und jetzt, ach so, einfach nur dahin? Ich flieg ein bisschen zu weit. Ja, kenne ich. Hatte ich auch. Einmal bitte hier landen. Aber ich hab's. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ah. Okay, viel zu weit. Ja. Verleih mir eine Möwe! Nein, wieder! Darf ich die Franklin-Technik machen? Nee. Okay. Hast du verkackt? Ja. Warum frage ich überhaupt? So, ich warte hier auf dich, Marvin. Qua! Da! Ey, warten Sie! La 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 la. Halt, Job, Polizei! La 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 la. Wir sehen uns dann im Ziel. Hier ist das Ziel, ich mal rein. Oh, da hab ich dich wohl gesehen. Oh, hier ist das Ziel! Hallo, Deko! Oh nein. Komm, oh, nein. Komm zusammen. Du schaffst es nicht. Wollen wir es zusammen machen? Komm. Können wir nicht. Doch, auf mich drauf. Du passt noch nicht zu zweit rein. Komm, auf mich okay. drauf. Okay, los. Ja, ich versuch's.
Ich brauche mich jetzt gar nicht auszurichten, weil ich glaube, wenn du auf mir drauf bist, dann werde ich eh wieder links, rechts verqui-gond. Ja, Marvin weiß nur, was passiert, wenn ich in ihm drin bin. Mhm. Okay, halt mich so fest. Jetzt ist ein bisschen ausprobieren hier. Forschen. Okay, ist das gerade? Ist das gerade? Ist das gerade? Nein, es ist nicht. Nein! Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Rückwärts fahren. Nein, ich bin nicht ausgerutscht. 18 Sekunden. Okay, okay. Ziegenmann. Geile Map. Freihändig, Digga. Freihändig. Muss man sagen. Geile Map. Ich finde Scramjet Parcours immer richtig nice. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben ballern und schreibt auch gerne in die Kommentare. War das Bild geiler? War irgendwas geiler? Sind wir geiler geworden? Sehe ich mit Brille geiler aus? Schreibt das gerne in die Kommentare. Also, meine Freunde, bis morgen, reingehauen.